Der Event in Papenburg ist gerade über die Bühne gegangen und ich stehe hier mit Amboss, mit Robert Reisker und dem WXW Shotgun Champion Lawrence Roman. In Papenburg gab es ein Non-Title-Match zwischen Shigehiro Irie, unserem WXW Unified World Wrestling Champion, und dir. Du konntest das für dich entscheiden, aber wenn wir mal ehrlich sind, es war der Amboss Way und es ist ja nicht so wirklich mit rechten Dingen zugegangen. Der Amboss Way? Ja. Ja. Was ist der Amboss Way? 1, 2, 3. Das ist der Amboss Way und das ist alles, was zählt. Robert, wir haben es alle gesehen. WXW Shotgun Champion Lawrence Roman hat den WXW Unified World Wrestling Champion Shigehiro Irie 1, 2, 3 klar besiegt. Und du hast proaktiv mal wieder in das Match eingegriffen. Komm, lass uns doch nicht so tun, als ob es nicht passiert wäre. Und okay, gibt's noch irgendwas anderes, über das du mit uns reden willst, als dass wir uns jetzt wieder hier für irgendwelche Sachen rechtfertigen müssen, die du dir einbildest? Ich bin mir zwar sicher, dass ich mir nichts einbilde, ich hätte das gerne noch ein bisschen vertieft, aber okay, lasst uns einfach vertiefen. Japanisch. Ich, ni, san. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Ich sehe schon. Genug? Meine Güte, der macht mich echt krank. Komm. Ihr fühlt euch im Recht. Ist okay. Wir sehen es im Hintergrund. Fan steht unmittelbar vor der Tür. Dieses Wochenende. Oberhausen, Tor, Bienenhalle. Wir haben einige Matches schon angesetzt auf der Card, aber ich habe noch nichts von Amboss gesehen. Wie ist euer Plan für Fan? Steht da irgendwas oder habt ihr irgendeine Idee, in was ihr involviert seid? Von Amboss hat er noch nichts gehört. So, in Papenburg hat Amboss eindrucksvoll bewiesen, dass die WXW Unified World Wrestling Championship nicht mehr weit entfernt ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es ja jede Menge halbstarker Wrestler im WXW-Lockerroom, wie einen Michael Oku, der warum auch immer dieses Championship-Match zugesprochen bekommen hat. Einen Metehan, der auf einmal in diesem Titelmatch hinzugefügt wurde, aufgrund irgendeines komischen Dokumentes, das irgendwie von Norman Harras irgendwo, keine Ahnung, in einem Büro gefunden wurde. Oder, da bin ich voll bei dir. Ja. Hochprofessionell alles. Aber ich glaube, wenn wir schon dabei sind, dann müssen wir auch mal den Tatsachen ins Auge blicken. Amboss gehört in dieses Titelmatch. Amboss gehört in dieses WXW Unified World Wrestling Championship Titelmatch. Und Amboss wird wieder einmal übergangen. Und wir haben uns dafür gegründet. Für Reclaim, Reshape, Rebuild. Keiner mehr als ich hat Anspruch auf diesen Titel. Okay, das siehst du jetzt selber so? Habt ihr da schon mit dem Office gesprochen, oder? Das sieht nicht nur er so, ganz Amboss sieht das so. Und jeder, der blind ist, jeder, der nicht blind ist, verdammt nochmal, sieht das genauso. Nein, das ist mit dem Office nicht abgesprochen, aber das ist doch offensichtlich eine Herausforderung. Also, warum packst du jetzt nicht deine Sachen und gehst zum Office, sagst denen, was wir hier gerade zu dir gesagt haben, und tschüss. Okay. Und tschüss.